Hey und willkommen zu einem neuen Video und willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich ARK zusammen mit Trimax, Revi, Romatra, G-Time und mir. Und wir haben das im Stream angezockt gestern und das ist jetzt die erste Folge mit der kleinen Zusammenfassung. Das soll als Projekt noch so ein bisschen nebenbei laufen, neben Crafting, viele mehr. Oh je, ich sehe schon, fangen aktuell viele neue Projekte an. Eventuell viele von euch kennen das Spiel wahrscheinlich schon. Falls ihr alle weiteren Teile davon nicht verpassen wollt, wenn wir die hochladen, würde es mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Dann landet ihr bei euch in der Abo-Box und ihr kriegt mal Bescheid, wenn wir da was machen. Ich denke mal, da kommt jetzt regelmäßig so hier und da mal ein bisschen was, je nachdem, wie viel wir halt immer aufnehmen. Ne? Und dann würde ich sagen, im Prinzip, wir starten auf einem Server, gucken, wie weit wir kommen. Wir sind übrigens alles Noobs außer G-Time. Ich habe aktuell ARK noch gar nicht gespielt vorher. Ich weiß fast nichts und es hat halt ein bisschen gedauert, bis er sich zurechtfindet. Aber die Lernkurve ist ja relativ schnell. Wir schauen mal, wie das Ganze startet. Und am Anfang sind erstmal alle verwundert und werfen mit Code um sich. Naja, let's go mit dem Video und viel Spaß mit der ersten Folge von ARK. Ist das gut, wenn man so klein ist? Guck mal, hier ist noch jemand. Hallo, hier bin ich. Okay, dann lass uns mal ganz kurz warten. Vielleicht kommt jetzt auch Max, wenn er hier spawnt, direkt hin. Wer ist denn Phoenix? Indiana Yeet? Ich bin Indiana Yeet. Aua, warum? Hä, also ich hab nichts mal Phoenix genannt. Ja, nein, ich heiße Phoenix noch, weil... Spark sieht gut aus. Spark, zeig mal. Spark sieht so gut aus, Alter. Warte mal, wer ist Spark? Spark, kannst du mal spielen? Ich bin der normal Aussehende von euch. Kannst du mal E auf mich gedrückt halten? Ich lade dich jetzt zum Tribe ein, da musst du das annehmen. Ich glaube, das ist das linke oder das rechte, eins von beiden. Einladung an, akzeptieren ist oben. Okay, dann nimmst du da, genau, dann mach das mal. So, jetzt sind wir in einem Tribe. Jetzt mach ich, ey, wartet, hey. Jungs, Komm hallo. Junge, ich bin tot. Ich bin tot. Die schlagen sich schon direkt. Du fängst an. Ja, du hast angefangen, komm her. Nein, Jungs, ich will nicht, ich bin tot. Hört auf, sonst muss ich kacken. Geh halt für mehr Optionen. Wir müssen Romatra als erstes essen geben, irgendwas stimmt mit dir gar nicht. Lass uns Stein den Romatra umbringen. Digga, Romatra ist halb Unterarm, halb Mensch. Oh, Romatra, komm mal her. Kevin! Aber ich kann dich gerne reinhauen. Ich bin gestorben, weil ich Kot gegessen hab. Ja, ich brauch auch was. Greif mich an. Inventar öffnen. Kann ich ihn looten? Ich muss kacken. Achtung, Baumfeld. Ja, musst du regelmäßig, weil sonst kriegst du ganz schnell Hunger. Das ist ja also keine geil. Kacke essen. Nee, die darfst du nicht essen. Hab ich gemacht, welche Taste ist? Oder wo steht das? Welche Taste ist Kacke essen? Oder wie kann ich insgesamt Sachen einsammeln? Ich hab noch nichts gesammelt. Mit E. Ich glaube, ich verhungere jetzt. Ja, also am besten geht ihr erstmal in die Gebüsche und drückt hier E bei diesen ganzen Gebüschen. Dann sammelt ihr Beeren. Fasern. Ich glaube, ich habe hier... Ich würde gerne hier vorne den Dodo zähmen. Ich habe hier einen hingelegt, aber... Guck mal hier, Kevin. Nee, der ist ja huge, Alter. Nein, mit dem würde ich mich jetzt nicht anlegen. Ich würde ihn noch nicht 76, einmal anhauen. 76, Digga, die Erde wackelt neben ihm. Wenn du den jetzt haust, dann sage ich dir, dann bin ich weg. Wieso? Level 76. Weil ich keinen Bock habe, dass der uns hier komplett auseinander nimmt. Wie schnell ist der? Der wird dich, glaub mir, wenn du den einmal haust, er wird dich aus dem Leben kicken. Hat der gerade... Kann ich ihn im Wasser abschütteln? Ich würde ihn einmal gerne zum Testen einmal hauen. So ich glaube, er wird dich aus dem Wasser kriegen, wenn ich ehrlich bin. Ich kriegt er mich im Wasser? Was ist denn, ich bin auf den drauf springen. Ich bin auf ihn drauf, ich hab ihn, ich zähm ihn. Ich zähm ihn, Leute, ich hab ihn. Alles gut. Ich hab das unter Kontrolle. Max, du kannst ihn schlagen. Ich hab ihn gezähmt. Du kannst ihn schlagen. Du kannst ihn wirklich schlagen, Max. Ich hab ihn unter Kontrolle. Du kannst ihm einen leichten Klaps auf den Hinterschenkel geben und dann ganz schnell wegrennen alle. Ich gebe euch einen Tipp. Geht da nicht zu nah dran, wenn die den jetzt schlagen. Ich schlag den nicht. Ich bin nur, ich bin sein Herrscher. Ja, okay, der ist mir ein bisschen zu krass. Ich hab da hinten so ein richtiges Romatra-Viech getroffen. Neues Level verfügbar. Oh, Leute! Was sollten wir denn am Anfang upgraden am besten? Es gibt schon neues Level für jeden, glaube ich, ne? Ja, dann hast du schon ein bisschen was gesammelt. Ihr könnt unterschiedliche Engrams lernen. Also, es kann zum Beispiel jemand sagen, er spezialisiert sich mehr auf Hausbau oder auf... Toll! Ja, danke, Romatra. Okay. Ich bin auf T-Rex-Jagd, Alter, aber ich glaube, der ist noch nicht ausgewachsen. Er muss jetzt neun Überlebenden erstellen? Hä? Als Tipp, am Anfang würde ich Gewicht leveln, Spark, dass du mehr tragen kannst. Wie geht das? Wie level ich überhaupt? Du musst erstmal Level aufsteigen und dann kannst du mit I aufleveln. Ich bin schon Level aufgestiegen, Kevin, okay? Okay, hat funktioniert. Ja, da wo wir hingehen, da könnt ihr richtig gut Ressourcen sammeln, vertraut mir. Ja, Spark hat ja auch irgendwie eine Axt bekommen. Achso, die kannst du craften. Du musst hier so einen Baum hämmern. Ja, dann kriegst du das Stroh raus, genau, dann musst du Stein und Holz einsammeln, dann kannst du es im Inventar craften. Das sind noch richtige Männer, Alter, die schlagen einfach einen scheiß Palmen Also 10 Stroh und ein Holz für eine Spitzhacke. Und einen Stein, den könnt ihr hier aufsammeln auf dem Boden immer. Gegenstand. Dann suche ich dem Narko-Bäre auch rein und jetzt bleibt der Länge bewusstlos. Oh. Hey, holt mal ein paar Bären, schnell, wir brauchen Bären.
Ja, warte, ich leg ihm welche rein. Ich hab noch welche. So. Warum genau? Zack. Wollt ihr den gerade betäuben? Ja, damit wir Sachen mit Dodo betäuben wir den und dann, Jetzt kannst du ihm einen Namen geben und dann läuft er dir hinterher. Wieso gehört der den Spark? Ich hab mir so viel mit dem Dodo gegeben. Ich hab nur reingeguckt. Hast du dem, Spark, hast du dem den letzten Schlag gegeben zum Betäuben? Nee, ich habe einfach nur reingeguckt. Ich hab ins Inventar gucken, weil ich zugucken wollte. Aber das ist nicht Spark schlimm, Digga. Du kannst auch machen, dass der dir folgt. Pass auf, Umatra, geh mal hin. Warte, leg den, tu den mal abstellen. Ja. So, warte. Du kannst jetzt, wenn du auf den hin... Sorry, ja. ...gehst und E gedrückt hältst. Ja. Dann kannst du auf, Hey Leute, ganz Verhalten kurz, wo gehen. Seid ihr? Mhm. Und dann kannst du da Befehl folgen aktivieren machen. Ah. So, und dann müsste der ja, jetzt folgt der dir. Jetzt gehst du weiter weg und dann kommt der dir hinterher. Jetzt ich hab scheiß Dodo. Geil. Nee. Lass uns mal dahin gehen, wo wir unsere Base bauen. Können wir erstmal die Basics erklären überhaupt, wie man Sachen herstellt und alles mögliche müssen genau. Ja, genau. Das wird doch kompliziert, wenn wir jetzt erstmal eine Base finden. Ich würde bitte wohin gehen, wo wir eine Base haben. Ich würde gerne so gerne eine Base haben. Versteht ihr das? Ja, wartet mal ganz kurz. Wo bist Leute, du? wir müssten jetzt so 3 bis 5 Minuten laufen. Je länger ihr braucht, ne? Umso länger brauchen wir, bis wir da sind. Ich habe einen richtig guten Ort, wo wir uns aufbauen. Falls man sterben sollte, ist der Spawnpunkt dann auch da oder irgendwo hier? Nein, da müssen wir erst ein Bett für gebaut haben. Alter, okay. Spawnt ja immer irgendwo hier in der Nähe. Holy, das ist ganz böser. Okay, vorsichtig, da hinten ist ein Bronto und ein Spinno. Dem Spinno sollten wir aus dem Weg gehen. Kommt mal der hier. Der Bronto ist ein Pflanzenfresser, das weiß ich noch. Der Spinno ist der Typ mit dem Stachel auf dem Rücken. Mit der dem Sieger, ja. Zu dem würde ich auch nicht gehen. Oh, hier ist ein Piranha. Okay, ich werde sterben. Oh, du bist so. Ich dachte, Holy, ich will raus aus dem Wasser, ich hasse es im Wasser. Zurückschwimmen vielleicht? Kevin ist tot im Wasser. Ich bin tot! Da sind Piranha drinne gewesen. Du warst hier unser Guide, wir sind alle tot! Er hat uns Kevin einfach ins Piranha-Becken gelotst, ich bin rausgelatscht. Das ist ja unglaublich. Von dir, Kevin, wirklich, es war so schlecht gespielt, Mann. Oh mein Gott, Kevin. Craft bitte dort 10 Sekunden. Ey Jungs, wollen wir jetzt mal bitte endlich was machen, Alter? Ja, wir können ja jetzt hier hinten rüber gehen, dann kommen wir endlich erstmal über den See. Es gibt einen Trick bei den Piranha, und zwar, wir gehen jetzt einfach nur kurz ins Wasser, ich lock die an den Strand. Hat jeder von euch jetzt einen Speer? Nein, ich habe keinen Speer. Okay, warte, dann stelle ich dir einen her, dann komm her. So, ich pull die Piranha jetzt hier hin. Wenn die jetzt gleich hier sind, dann tun wir alle mit dem Speer auf die einhaken, ja? Okay. So, passt auf. Also, wir stechen die alle auf Romatra. Mhm. Dummer Fisch. Max, bleib mal kurz stehen. Ja, Mann, rein da. Max, sehr schön. Du musst kurz stehen bleiben, Max. So, warte, ich guck mal, ob ich noch einen rangepult kriege, aber ich glaube. Ja, Max? Ja? Einmal wieder nehmen, bitte. Ist alles normal bei dir, Max? Alles normal. Also, Max. Ist nur eine Fleischwunde. Geht's dir noch gut, Max? Ich hab zwei Speere. Okay, den Speer kannst du nicht mehr wiederholen. Ach, den kann ich jetzt nicht wiederholen. Ja, mach den mal ab. Jetzt okay, geht's, Jungs. Lasst uns jetzt einfach mal bitte rüber. Ich hab. Oh, eine Schildkröte, darf ich die haben? Ich hab eine AWP gefunden. Sieht aus wie ein Pokémon. Wie heißt das Pokémon? Lapras. Das ist nur Level 8? Turtok. Zack. Nee, Lapras ist schon richtig. Oh, Junge, warte. Ey, wenn du jetzt stirbst, ich hol dich nicht ab. Ja, aber guck mal, wie langsam. Ja, ich weiß schon, wo ich es angegriffen habe. Guck mal, wie langsam das ist, Alter. Ohne Witz, wir müssen alles an. Das ist Mobbing einfach. Das ist Schildkrötenmobbing. Wenn ihr sowas findet. Ah, okay, wir dürfen nicht in die Nähe gehen. Ist egal, ist jetzt einmal, ist nicht so schlimm. Jetzt einmal haben wir ein bisschen XP gekriegt. Wenn ihr in die Nähe von so einer Kiste kommt, geht da einfach nicht dran, weil die geben ziemlich viel XP am Anfang. Okay. Aber wir haben die jetzt bekommen, oder was? Ja, aber das ist jetzt nicht schlimm, wenn wir die einmal haben. Sollen wir die aufsammeln? Also drauf? Neues Level verfügbar. Also du kannst jetzt öffnen, weil die haben jetzt alle von uns. Aber in Zukunft, auch wenn ihr so Urnen findet und sowas. Zum Beispiel da hinten ist auch, seht ihr das da, diese Ruinstruktur? Müsst ihr gleich mal zu Max und mir kommen. Ich sehe die, da will ich jetzt hinlaufen gerade. Nee, geh da nicht hin. Weil da ist wieder so eine Kiste. Ach, das kann ich ja nicht wissen. Deswegen, die würde ich sagen, die sammeln wir jetzt erstmal noch nicht. Das können wir uns zum Beispiel später, wenn wir im Endgame ankommen, da dauert das sehr lange zu leveln, da können wir die dann nutzen. Muss es irgendwie einsammeln oder was dann noch? Nee. Also das Wichtigste ist zur nächsten Folge, dass ich Romatra umbenenne. Der heißt halt wirklich Phönix. Ja, ich kann nicht kann jetzt aber, glaube ich, gar nicht mehr. Kann man sich einfach umbenennen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, der obere Name ist der Steam-Name einfach. Deswegen, also ich kann mich easy umbenennen. Ach so. Heißt ich ja, okay, das geht. Okay, hier komm vorne mit. Ist ein Pflanzenfresser.
Ja, der macht aber nichts. Lass den bitte in Ruhe. Bitte, den bitte nicht anhauen. Kevin ist schon am Flehen. Nicht, weil der ist Vegetarier. Der ist Vegetarier. Fleht schon. Cool, ich sag nur. Weil der hat eine riesen Range. Wenn der einmal ausholt mit seinem Schwanz, dann sind wir direkt weg. Alter, das ist wie bei mir. Okay, wir sind jetzt auch fast da. Kommt mit. Ich schlag dir diesen Vogel. Ah! Nicht Platz trampeln! Kann ich an dir vorbeigehen, ohne dass er mich tötet? Ja, der macht nichts. Einfach vorbeilaufen. So, hier würde ich sagen, errichten wir uns unsere Basis erstmal. Okay. Das ist ein guter Anfangsspot. Jungs, ich gehe jetzt hin und farm ganz viele Dodos, dann mache ich uns Lederschlafsäcke. Dann können wir daran pennen. Es ist gut, was oder Kevin? Das ist ja, Deal. Das kannst du machen. Du kannst Dodos jetzt farmen. Ja. Vorsichtig, am Strand, da kann auch mal der ein oder andere Raptor rumlaufen, ne? Raptor. Wenn jetzt ein Raptor kommen sollte, dann pulst du den bitte nicht zu uns in die Basis. Achso, ich wollte gerade sagen, ich laufe dann einfach zu dir. Ja, ich bin auch ziemlich low on Hunger, auch nachdem ich viele Beeren gegessen habe. Wie kann man denn da ein bisschen besser sein, Hunger? Ihr müsst regelmäßig immer, wenn ihr gegessen habt, dann kacken, weil sonst kriegt ihr schnell Hunger. Spark, nimm dir hier Fleisch aus dem Lagerfeuer zur Not, weil wir haben jetzt gerade Fleisch drin, das tut viel, viel mehr. Ja, ich bin so auf 15% ungefähr von der Keule, ne? Ja, dann nimm dir ordentlich Fleisch da raus. Meine Keule ist komplett leer, aber ich finde das Lagerfeuer Wie nimmt man das raus? Denk dran, wenn es dunkel wird, Gamma 4, du musst dann F drücken aufs Lagerfeuer und dann einfach auf das Fleisch-Tee, was gebraten ist. Hat das schon jemand jetzt genommen? Ah. Ich habe mir ein bisschen was genommen, ja. Also rohes Fleisch ist drin, aber gebraten ist Fleisch. Nein, ich habe zwei genommen. Das Fleisch, was da drin ist, ist roh. Mein PC ist einfach gecrashed, Mann. Jetzt ist da gebratenes, so. Wie kann das sein? Hallo, hört ihr mich? Mhm. Ja, ich höre dich. Nö. Mir ist immer noch kalt. Wieso ist mir immer noch kalt? Am besten craftest du dir eine Fackel, nimmst sie in die Hand, dann ist sie nicht mehr kalt. Okay. Was so als erstes ein Hut oder Schuhe? Joink. Ist da der Kacker? Ich hab sie genommen, da ist noch mehr. Hol sie dir. Joink. Was machen wir hier? Da hinten ist noch mehr Kacker. Spark sieht so richtig normal aus, denkst so, Idioten. Der gibt viel Leder? Okay, pass auf, dann probieren wir es. Wir kiten und die anderen können das die ganze Zeit angreifen. Oh! Der macht uns alles kaputt, was wir gebaut haben. Ja, der wird jetzt das ganze Lager wird er zerlegen. Deswegen habe ich gesagt, zieht es nicht ins Lager. Ah, oh, Leute. Ich zieh's weg. Ich muss da hin und Speere craften. Und dann werfen wir ihn mit ganz vielen Speeren ab. Okay? Hab ihn getroffen? Ich hab mal 3 Speere gekriegt. Ich kann nicht mehr sprinten, irgendwas ist in meinem Inventar falsch! Ich kann nicht mehr sprinten! Ich verhungere einfach, ne? So, wir rennen ein Stück. Junge, ich bin der beste Spieler. Ich glaube, wir sind hart stuck. Wie ich das schon wieder hasse, wenn er das sagt, ne? Könnte ich ausrasten. Ich muss mehr Fasern, ich brauche mehr Fasern, Chat. Wir haben keine Fasern mehr, das war's. Ohne Fasern. Okay, das Blut ist schon richtig gut, Na, wir haben ja noch Fasern und Ende. Hilfe, ich habe einen Raubdino hier auf der Insel. Ja, ganz toll, Spark. Die können wir gerade richtig gut gebrauchen. Spark, wir sind gerade ganz woanders hier mit dem Krokodil, ne? Ich bin direkt bei euch beim Krokodil, aber hinten ist einer direkt daneben gewesen. Ich habe 8 Speere in der Mache. Ach, kannst du mir einen geben? Ich werf die alle selber. Also ich weiß noch nicht, wie ich die droppen kann, oder? 62 Damage. Ach hier, 50 Liter sind hier drin, komm. Zweimal Liter. Beschwer dich einfach ein bisschen wenig. Nee, alles Müll. Lass das. Boah, nein, Alter. Ich habe das Leder immer noch nicht bekommen, Alter. Das ist in der Kiste. In der Kiste. Revi, bitte. Komm. Ja, mein Gott, Alter, Digga, du hast da vorne noch hingelegt, du Bordrumatra. Revi, bitte. Ihr müsst das betäuben. Am besten baut ihr euch eine Steinschleuder, nehmt Steine, dann schießt ihr auf den Kopf von dem Dino, also von dem Vieh, und bis das bewusstlos ist, und dann müsst ihr das wie den Dodo zähmen. Hier ist Metall. Wenn ich Metall gefunden habe, baue ich das am besten mit der Metallspitzhacke ab? Ja, erstmal, ich habe einen Wickel. Achtung. Ja. Er läuft weg. Achso, ich dachte, der greift uns an, der ist doch 30 Sekunden. Max, komm rüber ins Wasser. Nichts, ja, aber ich. Ja, oh. Okay, dann mach ich das nicht. Wir können das im Moment nicht verarbeiten, das Metall ist das Problem. Das geht erst ab Stufe 20 bis 30 so. Au. Oh. So, jetzt ist es interesting, ob wir das hinkriegen. Oh mein Gott, scheiße, Piranha-Angriff. Pass auf, Spark. Spark. Bei diesem Piranha. Okay, warte. Ich hab. Nicht ganz klar. Ich weiß nicht, irgendwie.
Komm mal her, Kevin, krieg ich mit der Spitzhacke oder mit der Axt mehr Fleisch? Der Triceratops. Ja, bist du hier durchgekommen? Bin zu doof, ihn zu finden. Hier sind überall Piranhas. Bin zu doof, ihn zu finden. Ist er weg? Ist er, Spark, hast du ihn verloren? Ja, ich hab ihn verloren. Also ich wollte mir den Standschalter abschmeißen, aber der rennt halt weg wie sonst was, ne? Ja. Ah, da hinten ist Romatra. Hier, kannst du das, den mal mit hier boxen? Jetzt bin ich tot. Okay, er ist tot. Fuck. Ich bin auch am Tod. Das ist jetzt ungünstig. Aber ich hab dir gut Damage gemacht. Oh mein Gott, was? Wie viel Leben hat so ein Raptor? Wie viel Leben hat so ein Raptor? Ah, oh nein, der Raptor von Romatra hat mich jetzt auch gekillt. Zone 2 oder Zone 2? Wo muss jetzt... Aufs Bett, klick aufs Bett. Der Raptor von Romatra hat mich gekillt. Nee, ich kann nicht aufs Bett, klicken. Holz. Was ist mit dieser Schildkröte da, mit diesem Panzer, den wir hatten? Ist die easy oder? Die kann man eigentlich sehr gut töten. Die kannst du, wenn du, also da müsstest du dir mehrere Speere machen am besten. Oder halt eine Schleuder, zwei Stück. Dann kannst du die auf den Kopf schießen die ganze Zeit und leicht zurückgehen immer. Und wenn die dann betäubt ist, dann kannst du die töten. Dann kriegst du auch die XP quasi. Okay. Yeah. Also wir könnten die machen. Ich habe zwei Schleudern. Also hier unten ist ja klein. Ich habe eine mit 35 Steinen gerade. Kevin, ich habe mehrere Samen in meinem Inventar. Die sind eigentlich ganz gut, oder? Also ich habe Amberbeersamen und sowas. Die können wir halt anfangen. Das braucht alles Max später, wenn er seine Felder macht. Dann locke ich die mal zu unserer Base. Ist ja nur die Schildkröte, okay? Sind wir soweit. Ja, genau. Wenn eine andere Schildkröte in der Nähe ist, müsst ihr vorsichtig sein. Dann kommt die mit dazu, ne? Immer gucken, ob die alleine ist am besten. Ja, ich bin gerade ein bisschen so geboostet, die zu treffen im Wasser. Jetzt habe ich sie getroffen, okay. So, lass mal auch irgendwas handen gehen, Revi. Oh, Matra, ich brauche Leder. Wie kann man denn dieses Fadenkreuz anmachen? Irgendwie, ich glaube, ich bin zu blöd, das. Das muss man serverseitig einstellen. Das können wir auch machen, wenn ihr das haben wollt. Okay, weil ich sehe es halt nicht. Ne? Was denn? Fadenkreuz. Ja, aber ohne Fadenkreuz finde ich gut. Das ist okay, dann, wie gesagt, ich sehe halt immer nie, wo... Nein, ich auch nicht. Aber das ist halt normal. Sie kommt. Ja. 14, wenn man gut trifft. Kevin, wie stark ist ein Parasaur? Das sind die Passiven, die laufen weg, wenn du die angreifst. Die tun nichts. Aber geben die gut Leder? Ja, also je höher das Level von dem ist, umso mehr kannst du rausbekommen. Oh, da ging ja recht gut. Also sie ist betäubt. Sollen wir die... Bewusstlos. Und jetzt? Ja. Töten oder zähmen? Zähmen. Ich bin noch auf der anderen Seite vom Da müsste der Naku-Bären und Mejo-Bären. Ich glaub, jetzt, pass auf, der ist jetzt im Wasser. Da kommst du dir rüber und dann kannst du ihn zurückbringen. Also, Spark, was machen wir? Ja, warte. Ja, ich leg dir mal Naku-Bären rein, falls es irgendwie geht. Auf der Seite jetzt. Da bei dem Steg? Ja, nee, eher ein bisschen weiter. Ja, ich seh. Oh, siehst du da? Nee, doch nicht. Weißt du, wenn du jetzt zwei, dreimal steppst? 0,6, das ist ja viel zu wenig. Ja? Nee, der rennt brutal weg. Spark, ja, 1%. Und vielleicht kann ich ihn wieder rüberlocken zu dir. Nicht die Weißen? Nee, guck mal, wo der hingeht. Obwohl? Wieso zählt man denn so ein Tier, wenn man es tötet und dann sieht man. Vorne einen Raptor oder was hast du? Rettet man es. Oh Gott. Dann ist es deins. So funktioniert es aber nicht. So, Narkobären sind drin, ja. Markobäre. Bewusstlos steht da, ja. Sind drin. Ich glaub's nicht, hier ist wieder ein Raptor. So. Die können wir ich würde die nicht töten. Soll ich sagen, warum? Ihr könnt gleich bei der Bären reinlagern, dann können wir die als so eine Art Kühlschrank benutzen, weil die Bären sind aber ja länger haltbar. Lol, das ist ein scheiß Kühlschrank, das Viech. Ja, die Bären sind in der. Hab einen, du musst den anderen töten. Mach was! Revi, mach was! Ich seh nichts! Wie sieht das denn aus? Das ist dieses dicke, fette Schwein. Wenn du das jetzt versuchst zu betäuben, dann wird das von dir weglaufen. Und ich lauf hinterher dann. Wie nennen wir denn die Schildkröte? Ich hab sie. Du könntest. Vielleicht hast du ja Glück und das verkeilt sich irgendwo. So, ich hab ihn jetzt genannt. Ich hab ihn Lapras genannt. Sehr gut. Und er folgt mir jetzt einfach so. Und was machen wir noch? Oh, der ist ja verdammt schnell. Ja, du kannst jetzt bei der Schildkröte zum Beispiel Bären reintun. Zum Lagern. Ja, und die kühlt die einfach. Ja, genau, die sind da länger haltbar. Das kannst du auch sehen. Musst mal gucken, wie lange die brauchen zum Vergammeln in deinem Inventar und dann bei der Beere, wie lange. Okay. Das ist doch mal hier nice. Oh.
Ja, wieso wurdest du von dem Tech-Stegosaurus getötet? Wolltest du den zähmen oder was? Muss ich die auch füttern oder frisst die Bären? Ich wollte ihn eigentlich selber töten, aber ich glaube, der hat mich ein bisschen, ja, hops genommen, wenn ich das mal so sagen darf. Der hat so getan, als wenn er von mir wegläuft, dann bin ich ihm hinterher und dann hat er sich umgedreht, mir einen Schlag gegeben, ich war tot. Ich muss los. Ich dachte, er wollte nicht mehr. Hier ist das. Ich warte, bis ihr da seid. Ja, genau. Warte mal, der ist Level 12. Welches Level ist der? 32. Der hier ist eigentlich besser. Aber der läuft jetzt gerade in der Nähe vom Stego. Wir müssen warten, bis die ein bisschen auseinander sind. Warum? Ja, weil sonst hittet ihr automatisch den Stego nachher aus Versehen. So, kommt her, kommt her, kommt her. Ich bohle den jetzt. Kommt. Alle mit der Keule an den Rand jetzt hier. Ja, bin da. Mit der Keule. So, und drauf. Ich mach nur Zweier-Hits auf den Kopf oder die was lieber? Der ist ja, einfach mit der Keule draufhauen, damit müsste der eigentlich genügend Tor vorkriegen. Halt, das ist brutal. Das ist halt echt. Ja, aufhören, brutal. Aufhören, aufhören. So, und jetzt müssen wir. Nein, das war ein anderes Reflex. Ja, was muss ich ihm geben? Was braucht er am liebsten? Also, du siehst jetzt auch, wenn du mal auf den drauf guckst, ne? Effektivität 48%. Die geht runter, wenn der noch nicht so gutes Essen kriegt. Und wenn man den schlägt. Wahrscheinlich ist sie jetzt was weiter runtergegangen, weil du ihm nur einen gegeben hast. Ja, ein Schlag war es doch nur. Ja, aber das ist dem egal. Dann geht das direkt runter. Ach so, okay. Ja, dein Name steht dran, Max. Sauber. Kann man jetzt satteln? Besatteln? Na, jetzt rennt der Gitam hinterher. Hildegard. Gitam, das ist deiner? Der ist unserer. Der sucht sich einfach irgendeinen Random, glaube ich, schon mal aus. Nein, Kano! Nein, was ist das denn? Was lauf ist weg, passiert? Lauf weg, lauf weg, der lauf tötet weg, uns lauf weg, direkt. Lauf weg. Der tötet uns alle. T-Rex? Hast du nicht noch eine Bola? Lauf, lauf, lauf. Ich glaube, die Bola auf den funktioniert. Keine Ahnung. Trinkpause, Trinkpause, Jungs, bitte. Okay, er geht auf den Stego, er geht auf den Stego. Wir sind erstmal in Sicherheit. Kommt weiter weg. Ey, lass gucken, wer beim Stego und dem Kampf überlebt. Und dann können wir den Verlierer looten. Wo ist sie? Wenn er verliert, dann können wir den looten, den Kano, ja? Jo, da geht's ab. Was ist denn das? Was ist denn das? T-Rex. Ein Kano. Ich glaube, der nimmt den. Der Stego, okay. Das ist aber ein kleiner T-Rex, oder? Oder? Das ist kein T-Rex. Das ist ein Kanosaurus. Okay. Doch, Digga, das ist ein Fallbock, der muss den holen, das ist ein... Der Kano nimmt den, glaube ich, auseinander, oder? Ja, der Kano ist noch nicht am Bluten. Der beißt dir noch die Zähne, also... Ah, ich würde jetzt lieber weggehen. What? Digga. Oh, das sind drei Raubtiere, siehst du das? Das sind drei Raubtiere. Ja. Max denkt sich jetzt schon, oder Romatra eher, wie witzig wäre es, wenn wir die jetzt alle zu unserer Base locken. Ja, Digga... Deswegen habe ich jetzt auch schon direkt das Schwein weggezogen, weil ich mir nicht sicher war, ob gleich einer irgendwie da wieder auf dumme Gedanken kommt.